Ich darf heute Frau Dr. Luisa Klein vorstellen, 28 Jahre alt, Assistenzärztin, im dritten Weiterbildungsjahr, aktuell am Dritten Orden tätig, promoviert und studiert in Berlin an der Charité und jetzt Preisträgerin des Selma-Meyer-Dissertationspreises für ihre Arbeit Entwicklung der weißen Substanz des unreifen Kleinhirns im Schädigungsmodell der Maus durch postnatale proinflammatorische Stimulation mit Interleukin-1-Beta. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu, Luisa. Zum Anfang, zum Warmwerden, würde ich dir gerne drei Entweder-Oder-Fragen stellen. Mhm. Erste Frage, Berlin oder München? Aktuell München, aber ich vermisse Berlin. Mhm. Notaufnahme oder Neonatologie? Aktuell Notaufnahme, perspektivisch wahrscheinlich Neo. Mhm. Und Klinik oder Labor? Im Moment ganz klar Klinik. Kannst du in ein bis zwei Sätzen zusammenfassen, in was es in deiner Arbeit geht? Schwierige Aufgabe, aber... Ich habe untersucht, inwieweit sich das sich noch entwickelnde Kleinhirn durch minimale Entzündungsreize verändern lässt, was für Schädigungen auftreten, mit der Idee, die dann perspektivisch sinnvoll attackieren und verhindern zu können. Total spannend. Ziehst du denn daraus in deiner jetzigen klinischen Praxis, gerade eben auf der Neonatologie, schon Schlüsse? Oder hat es irgendwelche Konsequenzen jetzt schon für dich? Ja, ich glaube, es öffnet vor allem den Blick für das Kleinhirn. Und was ich mache, ist bei jedem Kopfultraschall einfach mal von hinten auch drauf zu gucken und mir das Kleinhirn anzugucken und stelle dabei erstaunlich oft Veränderungen fest, die man dem Kind nicht angesehen hätte. Ja, dann danke ich dir für deine Antworten und nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.